Hallöchen, herzlich willkommen und moinsen. Wir spielen Mario Party Jamboree, das neue Spiel. Und wir sind jetzt als nächstes immer noch als Partyhelfer-Reise unterwegs. Wir haben die Goomba Lagoon. Und wir machen hier weiter. Wir haben auch schon fast alle Sternstücke geholt, beziehungsweise sehr viele. Fast alle, bin ich mir nicht sicher. Als erstes machen wir hier den Goomba. Den hatten wir ja vorhin schon gesehen, sind aber davon abgewichen. Hallo Goomba. Rette sich, wer kann. Die Felsen brechen demnächst ganz sicher runter. Ich habe... Okay. Tatsächlich ist das so, dass wir hier Minispiele spielen. Und davon jetzt, okay, wir sollen nicht getroffen werden. Das ist machbar. Also, immer das Ziel, Erster zu werden, ist natürlich klar. Und dennoch ist das alles nicht so einfach. Erste zu werden. Klar, es ist jetzt, glaube ich, tatsächlich, wir sind auf der ersten Insel, das ist hier alles noch auf einfach. Aber, dennoch sollte man das hier nicht unterschätzen. Okay, Daisy ist schon mal raus. Buhu auch. So, Peach, du bitte gleich auch. Es kommt bestimmt Lava. Ich kenne das. Also welche Spiele kenne ich doch? Gleich kommt Lava und die kommt ganz überraschend. Erster. So, jetzt müssen wir einfach nur noch durchkommen, glaube ich, ne? Jawohl! Und wir sind durch! Luigi win! Badam! Sehr gut! Okay. Felsenflucht. Geschafft. P1. Dafür kriegen wir weitere 3 Sterne. Wahnsinn! Vielen Dank! Jetzt weiß ich, was ich tun muss, um nicht erwischt zu werden. Ich bin richtig erleichtert. Komm doch mal wieder, um erneut zu spielen. Mario, hallöchen! Na sowas! Das ist ja Mario! Möchtest du Mario in 3 Minispielen herausfordern? Ja, klar. 3 Minispiele. Marios Minispiel-Trio! Okay. Was muss ich tun bei diesem Minispiel-Trio? Okay. Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Und Buu ist auch dabei. So, dem Himmel so nah, das kennen wir bereits. Ich hoffe, das ist auch immer noch so. Das Minispiel ist immer noch so, okay. Himmel so nah, ich glaube, das hatten wir beim letzten Mario Party schon, das Spiel. Das ist tatsächlich auch so eine Konzentrationssache. Und wir müssen Mario immer besiegen, ne? Es ist völlig egal, was, aber Mario muss besiegt werden. Okay. Also wenn Mario besiegt ist, ist glaube ich dann damit die Challenge gewonnen. Alle anderen sind egal. Okay, und hier gibt es tatsächlich auch keinen Rekord oder sowas. Aber scheint alles wie immer zu sein. Fantastisch. Okay, wir haben Mario besiegt, aber um Längen. Also, um Längen. Ich bin etwas begeistert, aber halt nur etwas. Gut. Ah, okay. Das heißt also, es gibt tatsächlich so ein Punkte-Ranking. Und wir müssen die meisten Punkte haben, wahrscheinlich, würde ich sagen. Gut, als nächstes kommt dieser Ball. Das ist Chaos, genau, Kugelchaos. Nicht runterfallen. Ja, das ist auch immer so eine Sache für sich. Genau, wenn du dann in so einer Zwiespaltgeschichte bist, also dir alle da mitspielen, genau, dann kannst du diese auch dann eigentlich gut gewinnen, diese Minispiele. Alleine wenn du sozusagen hier Gegner hast, die eben gegen sich... Genau.
Da hätte jetzt Mario zum Beispiel hier mit extra Schwung. Oh nein, nicht zu viel Gefahr eingehen. Mit ein bisschen Schwung hätte Mario dann Nachsehen gehabt. Genau, wenn jetzt musst du helfen. Ja, oder auch nicht. Du hilfst am besten, wenn du dann einfach runterfliegst. Damit hilfst du am besten, Bowser Junior. So, wir gewinnen auch das Duell. Heißt also dennoch, aber Mario ist, wie gesagt, wahrscheinlich der härteste Konkurrent hier in diesem Minigame-Modus. 8 Punkte heißt, wir müssen mindestens Zweiter werden. Mindestens Zweiter? Okay. Fahnenwirrwarr. L und R. L ist das rote Ding. Okay. Solange der Shy Guy nicht irgendwie um die Ecke kommt mit irgendwelchen Blödsinn. Ja, gut. Ärgerlich für die beiden gelaufen. Okay. Damit haben wir es gewonnen. Selbst wenn wir jetzt verlieren sollten, haben wir trotzdem mehr, haben wir mindestens gleich viele Punkte wie Mario. Ja, das ist das, was ich meinte. Genau das ist das, was ich meinte, was der Shy Guy macht. Er macht erst, dann rechts, dann links. Das ist das, was ich meinte. Bitte mach es nicht. Er hat's gemacht. Er hat es eiskalt gemacht. Aber es hat trotzdem nichts gebracht. Es hat trotzdem nichts gebracht. Wir haben gewonnen gegen Mario. Sehr schön. Gut, Marios Minispiel-Trio gewonnen. Dafür kriegen wir Gartenstecker. Marios Kappe. Toll, wie du dich ins Zeug gelegt hast. Zum Dank wird dir Mario helfen, falls du irgendwann mal in der Klemme steckst. Jo, gut. Notfallhelfer. Gumba. Guten Tag. Komische Sache, der Vulkan bricht doch sonst im kleinsten Knistern aus. Ob irgendwas nicht stimmt, normalerweise genügt es einfach, an ihm vorbeizugehen. Und schon schießt die Lava in den Himmel. Ob man vielleicht irgendwie kräftig gegenklopfen muss, schön ausholen und Wumms? Ja, vielleicht fremden wir einen Wumms. Minispiel. Glücksminispiel. Dieses Item, was du erhältst, sagt Glück aus. Okay. Stoße den Stein. Ist Röhre gut? Ich weiß es nicht. Aber zumindest haben wir ein Item gekriegt, nämlich jetzt Röhre. Aber ich glaube, Item kriegen bedeutet, wir haben es geschafft, ne? Bin mir da gar nicht so sicher. Ja. Item kriegen ist Röhre, ist geschafft. Okay. Das heißt also, genau, Ergebnis, erhaltenes Item, Röhre. Laut diesem Item bist du ein unglaublicher Glückspilz. Glückslevel, ja. 8 Sterne, ne? Sind das 8? Vielleicht bringst du vielleicht bringt dich der Rausch aus dem Vulkan ja in Stimmung. Ein wohltuendes Bad in unserem heißen Quellen. Klasse, Luigi, du hast 30 Mini-Sterne geholt. Oder mehr gesammelt. Das muss belohnt werden. Ah ja, ich habe auch etwas Schönes für dich. Gleich hier entlang, bitte. Ich wollte jetzt eigentlich nur weitermachen. Danke für all deine Hilfe. Klasse Sammelarbeit. 30 Mini-Sterne. Das ist nicht von schlechten Eltern. Ich zeige dir gleich das nächste Spielbrett. Doch zuerst noch was anderes. Hast du dir was als Andenken verdient? Okay, ich habe mir was als Andenken verdient. Nanu, der Himmel ist ja plötzlich ganz finster. Was ist denn nur los? Oh nein, ein großer, gruseliger Wirbel. Huch, wenn man durchschaut, kann denn nur ein Drachennahl sein? Oh. Die Mini, die, 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 die,
Die Mini-Sterne wurden verschluckt. Ich höre die Stimme des Drachenhals. Deine Mini-Sterne bekommst du nur zurück, wenn du mich besiegst. Wie gemein, wo du dir die Mini-Sterne doch so fleißig erkämpft hast, Luigi. Diesem Fiesling muss das Handwerk gelegt werden, sonst ist es aus mit unserer Partyvorbereitung. Bekämpf den Drachenaal, besieg den Boss und hol die Mini-Sterne zurück. Ja, wollen wir. Wenn du die Mini-Sterne zurück willst, wirst du gegen mich kämpfen müssen. Okay. Eigentlich wollte ich auch noch hier weiterkommen, ne? Warte mal kurz. Da kommt jemand doch angelaufen. Oh, da sind die beiden. Hallo, gut, dass ihr dabei seid. Wahrscheinlich Teammates jetzt. Bosshelfer. Du bekommst Hilfe, Luigi. Deine guten Taten zahlen sich also aus. Bei so viel Beistand wird der Kampf gleich viel einfacher. Mach's gut. Ich drück dir die Daumen. Okay, das heißt tatsächlich, wir haben dann bei so welchen Fights hier tatsächlich den Vorteil, dass wir hier das haben. So, aber die Frage ist, müssen den dann abschießen, ne? Wo und wann? Ich will einfach mal testen. Hier drüben. Ah, okay. Okay, das ist ein schönes Minigame. Und wir gewinnen das Minigame, wenn wir ihn genug getroffen haben. Haben wir ein Zeitlimit? Sammelt Panzer. Okay, und wir können normalerweise mit 4 Leuten das machen. Alles klar. So, das heißt hier ausweichen, den Wirbel ausweichen. Ja, Toad, ich gehe mal da lang. Nein, Toad, nein. Danke. Okay. Sammel Panzer ein. Mario, wir müssen uns schon einig sein, wo du, also wo ich und wo du und wo wir beide und ja, Toad. Okay. So, und dann wieder ausweichen. Okay, und wir verlieren, okay, das heißt, also, wenn du da jetzt reingerätst in diesen Strudel, verlierst du 3 Panzer, ne? Jawohl. Okay. Ja, jetzt haben wir ihn zur Hälfte besiegt. Das heißt, jetzt kommt... Jetzt ist er wütend. Der Drachenhahn, der will jetzt hier Stress. Der will hier Stress. Ja, das sieht man auch direkt. Ja, ja. Der will hier richtig Stress. Okay, das heißt, jetzt sind noch mehr hier da. Genau, Panzer sammeln. Zack. Wow, das ist knapp. Cheep Cheeps. Noch mehr Cheep Cheeps. Noch mehr Cheep Cheeps. Wow. Da finde ich eine interessante Geschichte. Also diese Bossfight, der Bossfight, doch, der ist nett. Aber ich würde auch tatsächlich hier gleich, wenn es noch weiter ginge, tatsächlich auch in der Goomba Lagoon hier noch ein bisschen weiter spielen. Ich möchte ja tatsächlich ja alles sehen und alle Dekoartikel haben, wenn es ginge. Und ganz knapp nicht. Ganz knapp nicht. Ärgerlich. Das wäre natürlich fantastisch gewesen. Hätte den dann, wenn wir das jetzt hier direkt geschafft, aber... Okay. 30 Sekunden. Das gibt also auch noch ein Zeitlimit. So. Also, ist jetzt... Oh, 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 oh. Ist jetzt anhand des Zeitlimits tatsächlich auch noch möglich, das hier zu gewinnen? Ja, Toad. Ja.
Aber ich glaube, es ist gar nicht so einfach, wenn du jetzt nicht so viele Helfer hast. Also ich habe jetzt nur zwei Helfer. Wahrscheinlich gibt es ja auch drei Helfer, theoretisch. Wahrscheinlich wäre das auch alles dann einfacher. Aber ist es ja egal, wir haben es geschafft. Den Drachenaal besiegt. Danke. 26 Treffer. Check. Erfolg erzielt, Neueinsteiger. Der Drachenaal macht ein grimmiges Gesicht, doch er scheint dir deine Minispielstände zurückgeben zu wollen. Das ist doch ganz fair. Ja, es wäre so schön, wenn in der echten Welt die Leute auch so nett wären. Aber sind sie nicht. Du hast deine Minispielstelle wieder. Ah, schau nur mal. Der Himmel hält sich wieder auf. Ja, er ist wieder hell. Super. Yay! Trotzdem habe ich nur die halbe Insel geguckt. Ja, Posttrophäe. Spieler, die zu Hilfe eilen, kehren nun zu ihrem Ausgangspunkt zurück. Schönen Dank für den tapferen Beistand beim Kampf. Ja, danke, tschüss! Damit ist ja alles wieder im Lot. Du kannst dir dann direkt zum nächsten Ort aufbrechen, an dem deine Hilfe gebraucht wird. Ja, wirklich klasse. Wir können jetzt dem Aufbau weitermachen. Du kannst alle Minispielsterne wieder zurückbekommen, Luigi. Während der weiteren Vorbereitung für die Party stellen wir sie dir zur Schau, um deine Leistung zu würdigen. So, das hätten wir. Ab jetzt sind deine Ministerne hier zu sehen. Das wird alle daran erinnern, wie Luigi die Ministerne auf einem wirklich absoluten, heldenhaften Auftritt zurückerobert hat. Mit so einer guten Teamarbeit werden wir auch Vorbereitungen an den anderen Orten im Handumdrehen abschließen. Ach, endlich ist die Zeit gekommen. Ich habe etwas Schönes für dich. Brunnen. Möchtest du zum nächsten Ort auf... Nein. Klar doch. Sag Bescheid, falls ich doch noch was für dich tun kann. Danke. Wir können hier wieder weitermachen. Dankeschön. Weil ich will ja wirklich... Also ich bin leider so ein Spieler. Das tut mir leid für diejenigen, die es vielleicht jetzt sagen. Immer, warum machst du nicht weiter? Ich will hier alles gucken. Flog da wirklich ein Brief mit einer Herausforderung zu einem Minispiel herum? Boah, jedenfalls klasse, dass du dieses Ding angenommen hast und so souverän gemeistert hast. Na siehste, meine Augenbrauen lag mal wieder goldrichtig. Und weil an sie geglaubt hast, eine Belohnung. Das ist hier was ganz Besonderes, also pass gut drauf auf. Guck, Flaggen und Wimpel in grün. Die hätten wir jetzt nicht gekriegt. Ist wie das ist. So, den haben wir geschafft. Hier können wir weiter. Hier haben wir Kiste. Was haben wir denn hier noch? Wir haben hier... wir haben hier unsere Minispielsterne. Wir haben hier Kiste. Wir haben hier Wurms. Guten Tag. Domino Disaster. Geniales Spiel. Geniales Spiel. Hat aber eben sehr viel mit sehr viel schnell Tastendrücken zu tun. Gucken wir mal, welches hier ist. Das ist das. Okay. Da war das tatsächlich so bei Kollege LP Mario Party, falls ihr seinen Kanal vorbeischauen möchtet. Ist schon ein bisschen älter, ist schon ewig und drei Tage her, dass der hochgeladen hat. Aber tatsächlich war ich derjenige, der dieses Minispiel gespielt hat damals, glaube ich. Ich bin mir gar nicht sicher, ob er das gespielt hat oder ich. Aber der Rekord, der da war, war meiner tatsächlich. Das hat man auch im Let's Play später gesehen, weil er das tatsächlich auf meinen Ständen gespielt hat. Weil er die Spiele selber nicht hatte, aber ich. 89 Stück. Neuer Rekord. Knopf. Koryphäe. Trophäe erhalten. Es geht wahrscheinlich auch besser, aber das ist okay. So. Das Domino-Desaster geschafft. Ja, hilfst du mir jetzt? Du hast dir offensichtlich freie Bahn verdient. Willst du mir jetzt auch helfen? Okay, willst du nicht. Gut, weil er mir nicht helfen möchte, müsst ihr leider jetzt tatsächlich warten. Ja, es geht dann demnächst wieder weiter.
Seid gespannt. Bis dann. Ciao, ciao.